Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem wundervollen Studio. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Wie versprochen, ich gebe wieder Gas mit neuen Vlogs. Heute geht es aber nicht um meinen DJ-Bereich, beziehungsweise DJ-Bereich oder Studio-Producer-Bereich. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn die ein oder anderen wissen ja, ab 1. März dürfen viele wieder Motorrad fahren. Das heißt, da fängt eigentlich die Motorradsaison wieder an. Für mich hat es ja auch angefangen und ich habe mir wieder was Kleines bestellt, beziehungsweise ein kleines Upgrade für mein Motovlog-Setup. Die ein oder anderen sind ja durch meine Motovlogs hier auf den Kanal gestoßen. Deswegen würde es auch weiterhin jetzt wieder Motovlogs geben. Ich konnte ja im Winter nicht fahren. Jetzt fängt bei mir die Saison wieder an und passend dazu habe ich mir, wie gesagt, ein paar Sachen bestellt. Ich habe ja hier einmal meinen Motocross-Helm. Ich glaube, den kennt ihr schon, den haben wir mal zusammen ausgepackt. Da war der Flo sogar dabei und ihr seht schon, ich habe mir eine neue Brille gekauft und ich habe echt lange gesucht, weil genau diese Brille überall fast ausverkauft ist. Ich finde die optisch mega, mega geil. Ich bin durch Six Shifts, heißt der glaube ich auf YouTube, bin ich auf diese Brille gestoßen. Habe auch mit dem guten Kollegen mal ein bisschen, bisschen gequatscht, was er so für ein Setup benutzt und wo es die Brille gibt, wo es den Helm gibt. Ich bin einfach ein mega Fan von so einem Design, von einem Helm. Das heißt so schwarz, weiß, ein paar Muster mit drin. Ihr seht aber, hier hängt keine GoPro oder so. Diesen Helm nutze ich nämlich nur für kurze Trips bzw. für kurze Fahrten. Für längere Fahrten bzw. für Motovlogs benutze ich ja diesen guten Helm. Und ich finde den einfach ultra, ultra nice, weil der ist einfach komplett schwarz mit schwarzem Visier. Hier vorne das Motovlog-Setup bzw. die GoPro-Halterung. Ich wollte euch aber jetzt nochmal kurz die Brille zeigen. Denn wie gesagt, ich war echt lang auf der Suche und ich habe endlich eine gefunden. Ich habe sie auf eBay gekauft, Link packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Das Coole an der Brille ist, man sieht hier zum Beispiel so einen Noppen und auf der Seite, man kann hier ganz easy das Visier wechseln. Und ich finde die Farbe Gold passt eigentlich zu diesem Helm. Der Helm hat mich jetzt 80 Euro gekostet. Das Einzige, was mich an dem Helm stört, ist einfach die Verarbeitung hier vorne. Das ist einfach so eine Art Gummi und ja, irgendwo muss ja gespart werden für 80 Euro. Aber von der Seite finde ich den einfach ultra, ultra nice. Allein hier so eine Gasmaske und hier so geile Muster. Also ich feiere einfach diese Art von Helme. Und genau, und ich habe mir zu dem goldenen Visier auch ein anderes Visier gekauft. Dieses Visier ist so gut wie überall ausverkauft. Und zwar ist es ein rotes Visier. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe jetzt für diese Brille, habe ich bezahlt 35 Euro, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube 35 Euro oder 40 Euro. Und wie gesagt, ich habe lange gesucht nach diesem Visier. Das heißt, ich kann es hier ganz easy tauschen. Werde ich jetzt nicht machen, weil es ein bisschen Fuselarbeit ist. Aber Leute, stellt euch vor, dieses Visier kostet einfach 20 Euro. Ich weiß, es ist echt viel Geld für so ein Stück Plastik oder was das ist. Aber ich wollte unbedingt dieses Visier. Ich hab's. Und falls ihr Bilder sehen wollt, Freunde, schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Das war jetzt Nummer 1, was ich euch zeigen wollte. Das Wichtigste kommt aber eigentlich noch. Und zwar, ich habe jetzt hier ein kleines Päckchen wieder bekommen und einen kleinen Brief. Nein, keine Strafanzeige oder so, sondern ich habe mir neue Aufkleber gekauft. Und zwar für diesen Helm. Ihr wisst, der ist ja komplett in schwarz. Und ich will ein bisschen Design reinbringen. Und ich habe mir jetzt auf Amazon, verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung, habe ich mir kleine Sticker bestellt. Beziehungsweise, ich hoffe, man kann es sehen. Und zwar Punisher-Sticker und einmal solche Totenköpfe. Ich habe diese Sticker in Kombination mit einem schwarzen Helm gesehen und ich war so geflasht. Ich fand das sowas von geil und habe mir einfach gedacht, komm, bestelle ich jetzt auch einfach mal. Kosten auch nicht viel, ich glaube 8 oder 12 Euro, irgendwie sowas. Und ich werde die mit euch heute mal zusammen hinkleben. Was wir aber zuerst machen müssen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber der Helm ist so heftig dreckig. Total eingestaubt und dreckig von der letzten Fahrt, beziehungsweise vom letzten Jahr, was halt echt mega, mega ätzend ist. Also die, wo wissen wollen, wie man Motovlogs macht, beziehungsweise Aufnahmen, laufen ja über die GoPro. Und um einen guten Ton zu bekommen, weil rein über die GoPro, der Ton ist ja mega, mega ätzend, gibt es oder muss man sich so einen Adapter kaufen. Den habe ich jetzt hier festgeklebt. Das heißt, dieses Kabel
kommt in die GoPro rein. Und dann braucht man ein externes Mikrofon. Das habe ich jetzt nur lose hier so liegen. Moment. Ah ne, das habe ich sogar da unten reingesteckt. Auf jeden Fall ein separates oder ein externes Mikrofon, was hier vorne eingeklemmt ist. Das heißt, darüber bekomme ich dann guten Ton. Und das finde ich sowas von ätzend, weil ohne diesen Adapter, der wo 70, 80 Euro kostet, bekommt ihr einfach keine vernünftige Tonqualität. So, ich würde sagen, Freunde, wir starten jetzt mit der Beklebung. Ich weiß nicht, wie gut es am Ende aussieht. Also auf dem Bild sah es mega, mega gut aus. Ich hatte eigentlich noch vor, ein kurzes Road Rage Video mit euch anzuschauen. Aber ich sehe gerade, ich bin schon bei über 10 Minuten Videomaterial. Deswegen verschieben wir das aufs nächste Mal. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen Helm. Ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen sauber machen und dann werde ich das Ganze bekleben, und zwar auf der rechten Seite. Und ich würde sagen, wir starten. Los geht's. So, Freunde, jetzt sieht man das Ganze nochmal. Also hier komplett voller Fliegen und Dreck und was weiß ich. Ich werde jetzt trotzdem nur diese Seite hier sauber machen. Hier kommt nämlich der Punisher-Sticker hin. Moment, so rum. Das heißt, wir kleben den irgendwo so hin. Und dieser Totenkopf, den klebe ich hier hinten hin. Und ich denke mal, durch diese zwei Sticker, ja, besten Schuhe sind wieder am Start, durch diese zwei Sticker wird der Helm natürlich viel, viel geiler aussehen. Bevor wir das aber jetzt machen können, brauchen wir erstmal hier Brillenputztuch. Ich mache das jetzt kurz sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Helm habe ich jetzt ein bisschen sauber gemacht. Natürlich lange ich gleich wieder drüber. Und zwar sieht man hier genau diese Kante. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Und ich habe mir überlegt, dass ich genau den Schriftzug hier hinklebe. Und hier oben kommt dann der Totenkopf hin. Und das Ganze soll ungefähr dann so ausschauen. Und ich fand das einfach ultra, ultra krank. Natürlich sieht jetzt mein Helm nicht so geil aus wie der. Aber ich denke mal, durch die Sticker, ja, kann ich schon einiges rausholen. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem Punisher-Schriftzug an. Ich werde mir dabei aber immer wieder das Bild anschauen. Der hat das jetzt ziemlich weit unten hingeklebt. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich auch hier ungefähr so hinkleben. Und dann, wie gesagt, hier der Totenkopf. Ich habe jetzt zwei Sticker davon, das heißt, vielleicht wandert einer noch hier an meine KLK-Box. Sieht bestimmt auch mega, mega fett aus. So, jetzt muss ich nur schauen, wie ich das Ganze... Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein Messer, beziehungsweise eine Schere. Denn hier kann man das nicht abtrennen, sondern man muss das erst schneiden. Genau. Also wenn ich das jetzt hier abmache, ziehe ich beide ab. Und das will ich ja nicht. Deswegen, ich hole jetzt kurz eine Schere. Denn ich habe jetzt hier keine im Studio. Leute, bis gleich. 2000 Jahre später. Bin wieder back. Ich schneide jetzt das erste Mal auseinander. Einmal Punisher. Jetzt muss ich nur schauen, dass ihr auch ein bisschen was seht. Ich glaube, wenn ich das so hinklebe, sieht das schon fett aus. Ich schaue jetzt nochmal kurz auf das Foto. Ja, der hat das auch ziemlich weit unten hingeklebt. Deswegen, ich klebe es jetzt einfach mal hin und wenn es nicht passt, dann habe ich Pech gehabt. Beziehungsweise habe ich zum Glück noch ein zweites. Was ich ganz vergessen habe, in dieser Lieferung haben sie mir sogar eine Karte gegeben. Das heißt, ich kann das wunderschön abstreifen, dass keine Blasen entstehen, beziehungsweise dass ich die Blasen rausdrücken kann. Ihr könnt natürlich auch jede andere Karte nehmen, also ja, ist jetzt nichts Besonderes. Finde ich aber cool, dass die sowas beilegen. Und ich klebe jetzt mal das erste hin. Freunde, drückt mir die Daumen. Ich hoffe, das sieht am Ende auch mega geil aus, so wie auf dem Foto. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, Freunde, beziehungsweise ich muss jetzt die Kamera noch ein bisschen weiter runter drehen. Müsste eigentlich passen. Jetzt bin ich halt genau mit dem E auf der Kante. Und ich hoffe, dass der Effekt immer noch gut rüberkommt. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, Freunde. Also es klebt jetzt nicht hundertprozentig. Und genau bei so was Kleinem muss man halt extrem gut aufpassen. Ja, klappt. Klappt ohne Probleme, Freunde. Genauso wie wir es haben wollen. Boom!
Junge. Leute, jetzt mal ohne Witz. Wie krank sieht das bitte aus? Schauen wir nochmal kurz aufs Foto. Und zwar sieht man, dass jetzt hier oben der Totenkopf ist. Das heißt, ich werde ihn hier ungefähr hinkleben. Also heute gibt es keine Reaction mehr, beziehungsweise kein Road Rage mehr. Weil ich bin jetzt schon bei 20 Minuten. Aber ich hoffe trotzdem, euch gefällt das Video. Und ihr habt Bock auf weitere Motor-Vlogs, weil, wie gesagt, sobald das Wetter besser ist, heißt es für mich wieder ab auf die Streets und Vlogs für euch zu produzieren. So müsste es gut aussehen. Ich hoffe, ihr seht was, Freunde. Zack. Bats. Leute, ohne Scheiß. Es sieht einfach aus, als hätte ich einen komplett anderen Helm jetzt. Zack. Wie krass sieht das bitte aus? So, jetzt habe ich, wie gesagt, davon noch einen und vom Punisher selber, das heißt vom Schriftzug noch einen. In diesem Päckchen habe ich mir noch kleine Totenköpfe. Ich bin jetzt kein heftiger Fan von Totenköpfen, aber von diesen habe ich mir noch ein paar kleine bestellt. Das heißt, ich werde noch ein paar an meine Boxen kleben. Und falls ihr noch eine Idee habt, wo ich die anderen hinkleben kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz das Endergebnis, beziehungsweise so sieht das Ganze aus. Ich melde mich jetzt ab, Freunde. Ich werde euch alle Sachen, beziehungsweise diese Sticker, unten in der Videobeschreibung verlinken. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.